Jo, gestern war eine Technikdame bei uns oder bei mir. Heute ist ein Technikherr. Auch ein großer Technikfreund. Hat mittlerweile einen eigenen Shop. Jo, er hat einen Namen, der, wenn man einen Buchstaben dazu fügt, mit einer sehr, sehr bekannten Comicfigur gleich ist. Aber wenn man den Buchstaben weglässt, dann kommt man zu ihm, zu meinem heutigen Gast, dem Captain Baubär. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ahoi, liebe Klemmbaustein-Fans, hier ist euer Captain. Und der liebe Brickfan Vienna hat mich gebeten, mein Lieblingsset des Jahres 2022 vorzustellen. In einem kurzen Video. Gut, ob das jetzt hier so kurz wird, weiß ich nicht. Denn ich habe dieses Ungetüm mitgebracht. Es ist leider kein Kaufset. Denn ich muss es einfach so sagen, wie es ist. Gegen dieses gute Stück sieht jedes Kaufset irgendwie alt aus. Das ist von Kneisi Bricks oder besser gesagt Stefan Kneis. Ein 7000 Teile Lego Technik Mock mit 11 Motoren. Ist ein Class Lexion 8900 mit dem zweitgrößten Schneidwerk für Korn natürlich. Und ja, es ist ein Riesenungetüm. Ich habe mehrere Teile darüber gedreht. Ist mein erstes Mock gewesen. Ich habe die Steine von vibrick.com zur Verfügung gestellt bekommen. Ich habe die Motoren von vibrick.com zur Verfügung gestellt bekommen. Hier sind zwei S-Bricks drin mit jeweils zwei Batteriekästen dazu, die kleinen, wo die AAA-Batterien reinkommen. Ich habe gezeigt, wie ich die Steine vorsortiert habe. Ich habe gezeigt, dass ich die Motoren getestet habe, um halt eben gleich ausschließen zu können, dass ich irgendwie welche kaputten Motoren verbaue, ja, und dann wieder alles auseinanderreißen muss. Ich habe den Bau mehrfach dokumentiert. Ich bin hier oft kurz davor gewesen zu sagen, nö, ich baue jetzt nicht weiter, ich habe die Zeit einfach nicht dafür. Ich habe es doch durchgezogen. Es ist ein Set, das man so natürlich nicht kaufen kann, weil kein Hersteller sowas zu einem vernünftigen Kostenrahmen umsetzen könnte. Ja, also Lego würde, glaube ich, dieses Modell mit weit über 1.000 € einpreisen. Und ganz ehrlich, wenn man sich aus das aus Original-Lego-Steinen bzw. Lego-Technik-Elementen mit Original-Lego-Technik-Motoren zusammenbauen wollen würde in neu, dann wäre man sicherlich auch über die 1.000 €, beziehungsweise über den 1.000 €. Ich habe jetzt so roundabout 200 € für die S-Bricks, für ein, zwei Motörchen und eine Teile-Nachbestellung hingelegt. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Ohne gesponserte Steine hätte ich mir das wahrscheinlich aber auch nicht leisten können. Jetzt steht das gute Stück die ganze Zeit im Regal. Es verstaubt schon so ein bisschen, wie ihr vielleicht auch sehen könnt. Ich habe das jetzt mal draufgelassen. Das ist nämlich die Patina. Und warum das für mich das Set des Jahres ist, ist eigentlich relativ klar. Es ist eine Mischung aus komplett verrückt und dennoch sehr, sehr gut baubar. Ja, klar, dann sollte eine gewisse Frustresistenz mitbringen. Gerade wenn man das Mähwerk hier vorne baut, ja, das kann man sich ja ungefähr schon irgendwie ausmalen, dass das sehr monoton und eintönig wird. Und es gibt hier und da sicherlich Konstruktionen, die am Limit sind von dem, was ich wirklich als ja, Belastungsgrenze für Klemmbausteine halte. Aber man muss ganz klar sagen, wenn man gute Steine hat, also Lego-Steine, also Lego, ja doch Lego-Steine oder Gobrik-Steine, dann macht es durchaus Spaß, dieses Set zu bauen. Mit minderwertigen Steinen würde ich die Pfoten davon lassen. Es ist so, alles, was ihr denkt, was so ein Klemmbaustein-Mähdrescher können müsste, das kann der halt. Also der kann halt vorwärts fahren, mit Licht sogar, der kann rückwärts fahren, der kann links lenken, der kann rechts lenken, der kann das Mähwerk heben und senken. Ah, guck mal. Ne, das Mähwerk bewegt sich auch. Okay, die Batterien scheinen so ein bisschen durch zu sein. Man kann das, die Dreschtrommel vorne heben und senken. Wie ihr seht, die Batterien, die ich da mal eingesetzt habe, die scheinen ziemlich am Limit zu sein. Der Lüfter des Motor, der Engine läuft mit, ja.
Genauso wie der Motor mitläuft, was er gerade nicht so richtig tut, weil weiß man nicht so genau. Oh ne, jetzt macht das auch, okay. Man kann hier das Rohr rausfahren, theoretisch. So. Ja. Das hat ein bisschen, braucht ein bisschen, bis es rausgeht. Die Batterien sind halt nicht mehr die neuesten. Oh, man kann das natürlich auch wieder reinfahren dann. Ich musste übrigens noch eine kleine App programmieren, beziehungsweise ein kleines Controller-Interface, damit ich das Ding überhaupt steuern kann. Ja. Und natürlich kann man auch die Kornkammer öffnen und schließen. Das erspare ich den altersschwachen Batterien jetzt aber wirklich mal. Denn anscheinend können die wirklich nicht mehr viel, obwohl... Ach komm, was soll's. Ja, ihr seht, die Klappen gehen zu. Und genauso würden sie wieder aufgehen. Und das gilt für beide Klappen, also sowohl die vorderen als auch die seitlichen. Ja. So viel dazu. Also das Ding kann wirklich eine Menge. Es macht Spaß zu bauen. Die Anleitung ist sehr gut. Kneisi, beziehungsweise Stefan Kneis hat es mittlerweile mehrfach überarbeitet. Also die Anleitung. Und mittlerweile ist es auf einem Niveau, wo ich sagen kann, dass jemand, der ein paar Technikmodelle gebaut hat, das durchaus nachbauen kann. Machen wir den wieder runter. Ja. Früher nochmal. Ja, jetzt geht's doch. Ja. Das Problem ist, wenn sich das Mähwerk vorne bewegt, dann bewegt sich hinten auch der Strohhäcksler. Das ist natürlich schon, da muss viel Kraft aufgewendet werden, damit das funktioniert. Ich habe übrigens, und deswegen mache ich das primär nochmal, dieses Video, Unrecht getan mit dieser Klappe hier vorne. Hier ist ein kleines Staufach und das Staufach ist tatsächlich dafür da, um die Achsen mit den Kardangelenken, die quasi das Mähwerk mit dem Antrieb verbunden, ja, mit den Motoren hier im Hauptteil ja, verbinden, um die dazwischen zu lagern. Ich habe in meinem ersten Video gesagt, beziehungsweise in meinem finalen Review-Video, dass die keine Funktion hätten. Da hat mich der Designer verbessert und ja, deswegen übernehme ich das jetzt mal ganz klar. Also, für mich das Modell des Jahres 2022, nicht dieser Astro Boy. Ich musste da irgendeinen Karton hinstellen, damit ihr die Unordnung dahinter nicht seht, sondern dieser wunderschöne Mähdrescher von Stefan Kneis. Ein Mock könnt ihr bei Rebrickable kaufen, kostet glaube ich 40 Euro die Anleitung, ist jeden Cent wert. Bitte, 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 bitte kauft dieses Set nicht als Rip-Off für 300 Euro bei AliExpress. Bitte kauft es einfach nicht zu dem Preis. Ihr bekommt meistens auch noch die alte Version des Mähdreschers, wo die Funktionalität nicht ganz so gegeben ist. Aber wer den Designer bescheißt, der wird dann halt eben mit minderer Qualität bestraft. So viel dazu. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest. Ich weiß nicht, wann dieses Video verwurstet wird. Ich hoffe, es ist noch vor Weihnachten. Wenn nicht und es ist nach Weihnachten, dann wünsche ich euch ein frohes Weihnachtsfest gehabt zu haben. Und wie immer, abonniert den Brickfan Vienna, abonniert meinen Kanal und abonniert die ganzen anderen tollen Klemmbaustein-Kanäle da draußen, die es sonst noch gibt. Bis dahin, bleibt gesund, baut was Schönes, euer Captain.